Hallo und willkommen zu diesem Video. Wir gucken jetzt mal hier auf hier einfach so Spiele an und gucken dann, welche Bewertungen die haben. Gucken wir uns das mal an. Hundehaus. Führen Sie Ihr eigenes Hundehaus. So, also da kann man halt eben mit dem Hund irgendwas machen. Und dann kann man denen auch solche Tricks beibringen. Get down. Also get down ist dann hinlegen. Jump ist springen. Go to the bed ist schlafen. Run ist rennen. Eat ist essen. Attacke ist halt eben Pfötchen oder so. Oder Rollout ist dann halt eben rollen. Hier oben steht die Rasse. Und da unten kann man dem halt dann eben Futter geben, trinken, den bürsten und halt den sauber machen. Da kann man ihn waschen. Hier kann man Spiele mit dem Hund spielen. Da kann man einfach durch die Stadt rennen und dann hat man hier ganz, ganz viele Hunde. Jetzt gucken wir uns die mal an. Total doof. Am liebsten Nullsterne. Echte Hunde sind eben ganz anders und dieses Spiel ist eine Nachmache. Wovon ist es dann eine Nachmache, Mayas Welt? Wenn du das siehst, dann schreib doch einfach in die Kommentare, was du damit meinst. Ein Google-Nutzer. Sehr gut, kann man den Hund nicht nach draußen lassen oder mit ihm spielen. Okay, das kann ich verstehen. So ein Spiel hatte ich schon mal und da konnte ich mit dem Hund dann auch nicht irgendwie so spielen oder so. Die BFFs, das ist eine Nachmache von Dog Hotel Light, am liebsten 0 Sterne. Okay, das stimmt. Dog Hotel Light ist eigentlich auch genauso. Halt eben nur anders. Hat eben besser, kann man so sagen, bei den Bewertungen her. Und ja, dann gucken wir mal weiter. Dann zeige ich euch noch ein anderes Spiel. Ich weiß jetzt gerade noch nicht, wo das ist. Da, wo ist denn das? Bududu. Nein, hier ist es nicht. Nein, nein, nein. Was ist das? Blockstar Planet. Ja, also hier ist halt eben Blockstarter damit. Die besten Blog-Bau-App für kreative Freunde. Da kannst du halt eben neue Freunde finden. Und ja, fangen wir mal beim ersten Bild an. Spiele spannend, Multiplayer-Spiele. Also da kannst du ganz verschiedene Spiele spielen. Du kannst deine eigenen Blockstars designen. Kannst weiter schaffen mit deinen Freunden, du kannst mit denen chatten, du kannst alles entdecken. Ja, das war's eigentlich schon. Fluffy Unicorn Girl sagt: Bitte, bitte macht es so, dass man Sachen, zum Beispiel zweimal Sachen, also gleiche kaufen kann. Bitte. Und eine davon verschenken kann oder was man einfach so Sachen verschenken kann, ohne noch einen zuzukaufen. Aber die das auch wieder zurückverschenken können. Weil ich will ein neues Ace. Und ja, ich brauchte über 9 Monate, um das UFO zu kaufen. Deswegen will ich, dass ein Update kommt. Wenn sowas kommt, dann ist das mein Lieblingsspiel bei. Ja, also das kann man sehr gut verstehen, weil wenn man halt eben so lange so an sowas sitzt, dann macht es vielleicht auch keinen Spaß mehr, wenn kein Update kommt. Ein Google-Nutzer. Das Spiel ist cool, aber immer nachdem ein Finger Figur gebaut hab und dann die Werkstatt verlassen will, lädt es nicht mehr. Movie Star Planet App hat am 9.10.2017 eine vorherige Version darauf geantwortet. Hallo, kannst du wieder einloggen? Wir haben das Problem jetzt behoben. Mit freundlichen Grüßen, Daniel, Blockstar Planet. Also es ist echt gut, wenn die immer antworten. Ja, und es ist auch echt gut. Hier haben die das gleiche geschrieben bei dem sehr geehrten BSB-Team. Schon wieder steht dort Wartung. Ich habe Wartungen. Ich habe ein Vicolandi 3. Ich habe ein Vicolandi 2. Bitte kümmern Sie sich darum. Ja, okay. Mega. Ich kann es nur weiterempfehlen. PS heiße da X Luisa 3. Movie Star Planet. Hallo, kann ich Ihnen versuchen, sich erneut anzumelden? Wir haben das Problem jetzt behoben. Mit freundlichen Grüßen da ein Blockstar Planet. Okay, das ist irgendwie dämlich, weil die antworten irgendwie immer wieder da drauf, aber wir wissen gar nicht, was man geschrieben hat. Ich finde es scheiße, weil das bei mir 20 Stunden dauert, bis
bis es an ist. Deswegen ein Stern. Am liebsten würde man dann eigentlich 0 Sterne geben, was ich auch echt verstehen kann. Ein Google-Nutzer. Es ging einen Tag lang und es wird wieder gewartet. Warum dann 5 Sterne? Warum? Hallo, kannst du dich... Ach, das ist doch immer das Gleiche. Ich liebe dieses Spiel. Oh, cool, cool, cool. Okay. Seitdem das neue Supporte kommen, ich nicht mehr rein. Da steht Blockstar wird gewartet, habe auch alles ausprobieren, dein Ding und so weiter. Aber es bringt mir nichts, weil es ist immer schon seit 2 Wochen so. Früher war das Spiel mega geil, aber da ich nicht mehr reinkomme, gibt es einen Stern. Bitte das Problem beheben. Danke, dass Sie das Problem behoben haben. Endlich kann ich wieder spielen. Okay, das ist echt dämlich, wenn man sowas schreibt, weil man weiß ja dann gar nicht, ob sie das schon gemacht haben. Und das ist halt eben auch das Problem. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal genug Kommentare. Und dann gucken wir uns einfach mal weiter solche Spiele an. Mit 5 Sternen. Dann gucken wir uns einfach mal dieses kleine Teddybärchen hier an. Fun One Arena Multiplayer Ways. Fun One ist zurück. Viele Pets, Tiere, eine Arena und jede Menge Rennaction. Okay. Das ist ein komisches Spiel. Da ist so ein kleines Männchen, das läuft durch eine Welt und es macht einfach irgendwas. Also ich finde, das sieht für kleine Kinder echt spannend aus. Aber für mich wäre das jetzt nicht sowas. Halt eben, ich glaube, das ist von 2 bis 6 oder so. Können wir mal gucken. Okay, es ist ab 6. Ja. Okay, Englisch kann ich jetzt nicht, aber da gucken wir mal. Nein. Ei, was soll der Scheiß? War bei... warte. 60.246 Punkte und jetzt bin ich wieder auf 6.000. Wo sind meine Punkte hin? Hier sind noch mehr solche kleiner Bärchenspiele. Oh, Temple One. Das kenne ich. Gucken wir uns das mal an. Ey, das hatte ich mal. Das ist mega geil, dieses Spiel. Weil man läuft einfach durch diese Welt. Hier, den Foto sieht man das hier. Man läuft da durch und wenn man dann nach rechts will, muss man einfach nur nach rechts wischen. Hier ist es so, wenn man da drauf ist und da kommt so ein Baumstumpf, muss man runter. Und hier, wenn man diese Flügel hat, ist man halt eben, glaube ich, tot oder man ist geschützt oder so. Ach, und hier ist es auch geil, man kann entweder drunter her oder drüber springen. Und ja, und da hier ist es eigentlich Renne für dein Leben. Ja, das ist eigentlich voll das geile Spiel, also ich kann das eigentlich nur weiterempfehlen. Weil ich hatte das nämlich auch mal. Yay! Okay, Temple One 2, das kenne ich auch. Das hatte ich noch nicht, aber ich will mir das mal irgendwann runterladen. Wenn ich das dann runtergeladen habe, kann ich euch das ja dann mal zeigen. Ich gucke jetzt mal, ob ich das installieren kann. In App-Käufe, also wenn man liest in App-Käufe, muss man sich darauf vorstellen, dass man Sachen kaufen kann, also Leben und so. Und das ist dann halt eben auch immer wieder scheiße. Ach, es geht gut. Das können wir uns auch mal gucken. 3D Valora Magische Tempel, das ist ab 12-Jährige. Mystik Tempel und bösen Wachen, ein Todwald mit echtlosen Risiken. Okay. Also, die Spiele habe ich jetzt alle gezeigt und ja. Im nächsten Video gucken wir uns mal andere Spiele an. Oder schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche Spiele ich mir angucken soll. Und was ich so über die erzählen soll und wie ich die finde und so. Ja, und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Tschüss!